Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich wieder einen Text veröffentlichen, den ich schon im letzten Jahr im Mai veröffentlicht habe. Und zwar habe ich letztes Jahr im Mai einen Text, ein Kapitel vorgelesen aus dem Buch Gesunde Menschen Band 1. Das ist dieses Buch hier. Das habe ich auch schon in einigen Videos erwähnt, vor allem in den Videos, in denen es um die schleimfreie, die schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret geht. Also in diesem Buch befinden sich viele Texte von Arnold Ehret, auch im Band 2. Also Band 1 und Band 2 enthält alle Schriften von Arnold Ehret, die im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurden. Ihr findet beide Bücher unten in der Infobox verlinkt. Ich bin mit einem der Herausgeber in Kontakt, mit dem Sven Rohag, sein Bruder. Der Jens Rohag hat den Rohag Verlag und die beiden haben diese beiden Bücher herausgebracht, also alle Schriften von Arnold Ehret, veröffentlicht. Ich bin auch mit dem Sven Rohag im persönlichen Kontakt und habe ihn praktisch gefragt, ob ich einige Texte aus diesen Büchern vorlesen kann. Ich habe die Zustimmung bekommen. Die Texte an sich sind ja frei, die sind ja schon über 100 Jahre alt, da gibt es auch kein Copyright mehr. Aber ich freue mich, dass ich euch in den nächsten Wochen, Monaten einige Texte aus diesen beiden Büchern präsentieren kann. Da werde ich einige Stellen oder Kapitel aus diesen Büchern vorlesen. Ich finde wichtige Stellen, um das Konzept Gesundheit besser zu verstehen. Also ich finde es auch immer sehr interessant, den Text, den ich euch heute vorlese, ist schon über 100 Jahre alt. 1911 ist dieser Text veröffentlicht worden und es ist sehr interessant, so sich in diesen Zeitgeist damals hineinzufühlen, auch wenn heute vielleicht einige Passagen nicht mehr so gelten, ne? Wenn sich die, sag ich mal so, die Gesundheit, die Medizin weiterentwickelt hat, beziehungsweise der Blickwinkel darauf. Was ich eben an diesem Text auch so spannend finde, wie das Wesen der Krankheit beschrieben wird. Also so genial beschrieben, die Krankheit wird in diesem Kapitel so genial skizziert. Ich lese euch mal kurz vor, was in diesem Buch zu Arnold Ehret geschrieben steht. Professor Arnold Ehret gehört zu den revolutionärsten Denkern und Gesundheitspraktikern der Menschheit. Einige seiner Gedanken sind so genial formuliert, dass sie noch in 500 Jahren modern sein werden. Sie sind einfach zeitlos, denn sie zeigen dem Menschen den Weg aus der Sackgasse der Krankheiten. Ehret teilte sich selbst von einer zur damaligen Zeit, um 1900, unheilbar tödlich verlaufenden Krankheit durch Fasten- und Ernährungsumstellung. Heute würde die moderne Medizin in diesem Krankheitsfall die Dialyse und Nierentransplantation durchführen. Nach seiner vollständigen Heilung betreute er tausende Menschen bei ihrer Gesundwerdung und hielt viele Vorträge, auch in den USA. Die beiden Herausgeber, also Sven und Jens Rohag, haben es sich zur Aufgabe gemacht, alle seine Artikel und Bücher wieder zu veröffentlichen, denn sie gehören zu den wertvollsten Texten der Menschheit. Dieses Buch, Gesunde Menschen Band 1, enthält den Schlüssel für ganzheitliche, allumfassende Gesundheit und Langlebigkeit. Ich beschäftige mich ja schon seit mehreren Jahren mit der schleimfreien, der schleimarmen Heilkost und habe jetzt dieses Jahr im Juli meine Ernährung Richtung schleimfrei, schleimarm umgestellt. Also ich habe jetzt ein sehr großes Experiment gestartet und ich weiß auch nicht, wann das aufhört. Und das finde ich auch so faszinierend an Ehret, dass er immer wieder Experimente gemacht hat. Er hat Erfahrungen gesammelt, hat am eigenen Körper gespürt, was eine Ernährungsumstellung bewirkt, welche Lebensmittelkombinationen was bewirken. Und das finde ich auch so faszinierend. Es ist halt ein Praktiker. Also ich mache selbst gerne Experimente. Mir sind eigene Erfahrungen, eigene Experimente viel wertvoller als Studien. Man weiß ja nie, wer veröffentlicht diese Studien, welche Interessen stecken dahinter. Welche Studie wurde nicht veröffentlicht, die den Inhalt dieser Studie widerlegen würden? Beziehungsweise sind ja Studien auch interpretierbar. Man kann sich da verschiedene Ergebnisse herausfiltern und bestimmte Dinge weglassen und dann hat man so ein bestimmtes Ergebnis, was man mit dieser Studie untermauern will. Also ich sage immer, Erfahrungsberichte sind mir sehr, sehr wichtig. Eigene Erfahrungen, ich habe auch in den letzten Jahren viele Erfahrungsberichte von Menschen gehört bezüglich einer ganzheitlichen Gesundheit, Ernährung, Ernährungsumstellung. Sehr, sehr interessant und das ist mir eben sehr viel wert. Deswegen gibt es hier auf meinem Kanal auch kaum Studien. Ich erwähne mal was, verlinke mal was, aber das eher selten. Ich finde einfach, die Erfahrungswerte sind für mich persönlich einfach so wertvoll. Und dann sieht man auch,
dass diese ganze Ernährungsgeschichte, Gesundheitsgeschichte, dass es alles sehr individuell ist. Es gibt nicht ein einziges Konzept. Es gibt nicht auch die eine Ernährungsform. Also das ist die Erfahrung der letzten Jahre. Ich praktiziere die schleimfreie Heilkost aktuell. Davor viele Jahre die Rohkosternährung. Ich will ja nochmal ausdrücklich betonen, die Rohkosternährung ist für mich nach wie vor die beste und erstrebenswerteste Ernährungsform. Ja, das möchte ich hier auf alle Fälle nochmal betonen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die kommen mit der rohveganen Ernährungsweise sehr gut klar, auch mit der rohen Ernährungsweise, in dem noch tierische Produkte, tierische Lebensmittel integriert sind. Es gibt auch Menschen, die ernähren sich Paleo oder Keto. Also es gibt ja so viele verschiedene Ernährungsformen und du hast in jeder Gruppe Menschen, die sich total gut damit fühlen. Also es lebe die Vielfalt der verschiedenen Ernährungsformen und Erfahrungsberichte sind eben sehr wichtig. Man kommt nicht drum rum, in die Eigenverantwortung zu gehen, ja, selber zu experimentieren. Das kann schon manchmal verwirrend sein, weil es so viele Ernährungskonzepte gibt. Ja, da muss man einfach schauen, welche Ernährungsform ist für einen am besten geeignet. Man muss dann auch ein bisschen ins Experimentieren kommen, ein bisschen einfach offen sein, flexibel sein und dann kann man die richtige Ernährungsform finden. Und Ann und Erit erwähne ich auch immer, dass Fasten zum Beispiel eine gute Methode ist, um wieder zu mehr Gesundheit zu gelangen oder eben auch das wenig Essen. Heutzutage in der westlichen zivilisierten Welt essen die Menschen einfach viel zu viel und auch eben nicht die richtigen Lebensmittel. Also wenig essen, dafür aber gute qualitative Kost. Wie schon erwähnt, habe ich den Text ja schon letztes Jahr im Mai veröffentlicht, aber ich möchte den Fokus nochmal auf diesen Text richten, weil ich finde, dass er so wichtig ist. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten wieder viele Schriften von Ann und Erit gelesen und das ist nach wie vor einer meiner Lieblingstexte. Ja, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, hatte ich Gänsehaut. Ich habe ihn Text sicherlich schon 15, 20 Mal gelesen und jedes Mal erfasst mich so ein ganz besonderes Gefühl, dass da viel, viel Wahrheit drin steckt. Und ich möchte einfach euren Fokus nochmal darauf richten. Seit letztem Jahr im Mai sind ja auch neue Zuschauer hinzugekommen, die vielleicht dieses Video noch nicht gesehen haben und die sich jetzt auch von diesem Text inspirieren lassen. Ihr hört jetzt Also spricht die Krankheit von Ann und Erit. Das Ganze wird ca. 32 Minuten dauern. Ich habe mich auch diesmal bemüht, langsamer zu lesen, weil ich letztes Jahr das Feedback bekommen habe. Ich hätte ein bisschen zu schnell gelesen. Also jetzt 32 Minuten, also spricht die Krankheit. Ich liebe es ja, solche Texte oder Vorträge, Interviews zu hören, während ich auf dem Trampolin springe oder während ich Hausarbeit mache oder während ich in der Küche etwas zubereite. Oder ihr entspannt euch einfach, lehnt euch zurück und lauscht diesem wunderbaren Text. Los geht's. Also spricht die Krankheit aus Lebenskunst 1911, Nummer 1 und 2. Ich bin ein Weib und schon deshalb unergründlich für gelehrte Männer. Meine Mutter heißt Gesundheit, mein Vater, mein Erzeuger ist der Mensch, weil er den biologischen Spielraum, Freiheit, der allen Wesen gesetzt ist, missbraucht hat und dadurch falsche Kultur klüger sein wollte als die göttliche Weisheit, das Naturgesetz selbst. Ich bin ein Geist, ein Prinzip, eine Richtung, ein Ziel, ein Hinauf, ein Wiedergutmachen, ein Regulativ zur Gesundheit, eine Verteilung, eine Abwehr des Toten, des Schlechten, des Lebensfeindlichen, kurz, ich bin eine Kraft, wenn ihr so wollt, ihr Modernen, wenigstens ein Teil von jener Kraft, die das Böse will und das Gute schafft. Im Grunde meines Wesens bin ich gut, wohlmeinend, ehrlich, aber ebenso böse und grausam bis zu Tod und Vernichtung. Ebenso rachsüchtig kann ich werden. Ehemals hielt man mich für den Teufel selbst. Wie das Weib hat man mich seit Jahrtausenden missverstanden, unterdrückt, verachtet und nicht zu Wort kommen lassen. Ich bin gesetzt, von Urbeginn den Teufel, das Prinzip des Bösen, des Todes zu bekämpfen. Mein Sterben, mein Weg geht hinauf zum Leben, zur Gesundheit selbst. Mit allen erdenklichen Mitteln hat man mir meine Arbeit, das Leben zu erhalten und gegen seine Feinde zu verteidigen, erschwert. Meine Bürde immer mehr vergrößert, das ist das Tote, das Abgelebte, das Faule, das Seelenlose, den verkochten Rest aller tierischen und pflanzlichen Substanzen, den verwesten Schleim aus dem Organismus hinauszuschaffen. Schon im Mutterleibe lasse ich das Warnsignal Schmerz ertönen und dort schon arbeite
und schöpfe ich aus Reserven der Mutter, um den Unrat eurer verkehrten Nahrung vom neuen Menschen fernzuhalten. Statt Kalk der Früchte für die Grundlage eines werdenden Knochengerüsts bringt ihr mir verkochte Milch mit ausgefälltem Kalk. Aber eher nehme ich Kalk aus den Zähnen, aus den Knochen der Mutter selbst dazu, selbst auf die Gefahr hin, dass sie selbst zugrunde geht. Ich bin gütig, sage ich euch, aber auch grausam. Ich halte es mit der Jugend. Mir ist ein werdendes Geschöpf, mit dem ich immer wieder die gesunde Erneuerung des Menschengeschlechts versuche, wertvoller als 1000 Mütter. Das Gebären, der heiligste und oberste Akt des Lebens, ist euch zu Schmerz, Wehe und Tod geworden. Vergeblich erhebe ich meine Stimme der Unlust am Essen in der Schwangerschaft und die Lust nach anderem, Unbekanntem, nach Ungewohntem, das ist das Obst. Man nennt mich Hysterie der Schwangeren, füttert weiter auf die Gefahr hin, die Mästung des Embryo mit dem Leben zu bösen. Kaum ist das Kleine am Licht der Welt, hüllt ihr es in Finsternis und stopft es voll mit verkochter, das ist verkäster und kalkarmer Milch und der ganzen Rüstkammer aller Schleimpräparate. Wiederum erhebe ich meine warnende Stimme durch das entsetzliche Geschrei und die Leichenfarbe des Kleinen. Ihr versteht es nicht, meine Sprache ohne Worte. Schon das verseuchte Blut der Mutter, dem Embryo gereinigt zuzuführen, war mir große Mühe und gelang mir nicht vollkommen. Aber ich versuche dies mit ihrer Milch gut zu machen. Stattdessen bringt man dem Königskinde höchstens Milch einer Bauernmagd, von Alkohol und Tierleichen stammend, dem armen Mehlkleister und die Milch einer kranken Kuh. Ich vermag nicht mehr Blut vor diesem Unrat zu schützen, da er den neuen Weltenbürger so einhüllt und ihn so vor frischer Luft schützt, dass es unmöglich wird, beim Fehlen dieses obersten Elementes des Lebens die Nahrungsrückstände zu verbrennen oder durch die natürlichen Ausgänge abzuführen. Ich vermag den fauligen Rückstand, den giftigen Schleim nicht mehr fernzuhalten von der Blutbahn. Ich lasse alle Mittel, die Drüsen und so weiter, in Aktion treten, diese kreisenden Gifte abzufangen und an geeigneten Stellen abzulegen. Aber man überschüttet diese jungen Menschen geradezu mit Schleim. Ich durchbreche jetzt die Poren der Haut und will diese Vergiftung des Bluts mit Fieber und Schweiß nach außen entladen und man nennt mich Scharlach. Jetzt kommt ein gelehrter Mann, bringt ein größeres Gift in den Magen und ich muss mich sofort mit allen zur Verfügung stehenden Kräften und Blutmassen dorthin wenden, um diese gefährlicheren, noch lebensfeindlicheren Stoffe unschädlich zu machen. Ich bin jetzt dort im Magen mit dem Blute beschäftigt, aber wehe dir, mein junges Geschöpf, nach zwei Seiten kämpfen, zwei Feinde auf einmal besiegen, das kann ich nicht. Der Scharlach, das heißt ich, die Krankheit verschwindet, aber du auch, du selbst sinkst hinab ins Reich meines Sohnes, in das Element des Urschleims, des Todes. Kommt mir zufällig kein Gelehrter in die Quere und gelingt es mir, durch den Ausschlag der Gifte das Leben zu erhalten, so jammert sich der arme Wurm vielleicht so lange durch, bis man ihm Kälbereiter von Staats- und Gesetzes wegen in eine Wunde bringt. Jetzt wird es mir zu stark. Sofort bewerkstellige ich am Vergiftungsort eine solche Entzündung, eine Verdickung in der Absicht, das eingeimpfte Gift in den umliegenden Geweben lokal zu vereitern und abzustoßen. Vermag ich dies nicht, oder ist so viel Gesundheitsfonds vorhanden, diese Blutvergiftung unschädlich zu machen, so kommt man mir mit diesem Kälbereiter von Neuem, bis ich das Kind in Fieber stürze, ihm die Gurgel zuschnüre, mit dem Tode drohe und, wenn man mich nicht daran hindert, eine auffallende Abmagerung in Szene setze. Jetzt ergreift, im Geiste des gelehrten Mannes, die Eltern, die Umgebung, eine entsetzliche Angst vor mir und dem Tode und, wenn er gelingt, mich zum Schweigen zu bringen, mich am natürlichen Reinigungsprozess zu hindern, dann überschwemmt man geradezu diesen jungen Menschen mit Milch- und Schleimpräparaten, bis die Rückstände in seiner Gurgel in Fäulnis übergehen, Pilze treiben, Entzündungen und Verengungen der Luftröhre hervorrufen und Frau Krankheit mit Ersticken droht. Mein Name ist jetzt Diphtheritis. Jetzt kommt eine Ladung Serum,
Das ist auf einem künstlich kranken Tier gezüchteter Abwehrstoff ins Blut, der zwar jene Pilze im Hals auslöst, aber für deren Vernichtung ich so viel Lebenskraft brauche, dass vielleicht dieser junge Mensch damit sein Leben rettet, aber sicher nicht verbessert. Das heißt doch, mein Element, den Schleim, den Teufel durch Beelzebub austreiben. Gelingt es dem jungen Bürger, trotz alledem auf die Beine zu kommen, gleich stiehlt er Obst und Zucker, die Elemente der Gesundheit, die mit Freuden an die Hand gehen und mir helfen, unter entsetzlichem Gestank die faulen Schleimmassen des Magens und Darms abzuführen. Jetzt nennt man mich Kolik oder Diarrhoe. Frau Krankheit freut sich mit Hilfe und Unterstützung lebendiger Elemente, Obst und Zucker, den Tod, den Schleim durch eine gründliche Abfuhr beseitigt zu haben. Aber wehe ihr, gleich erscheint der gelehrte Mann. Es vollzieht sich dieselbe Prozedur wie oben. Die stinkenden, fauligen Entleerungen, das Wesen giftigen und toten Materials darf nicht hinaus. Man stopft und Frau Krankheit schweigt. Gesundheit selbst heiße ich jetzt fälschlich, weil ich ruhe, weil ich schlafe, da man die Reaktionsnerven des Darms geschwächt, beruhigt hat. Und wenn man mich und damit diesen jungen Organismus nicht zur ewigen Ruhe beruhigt, dann spanne ich in meinem gewaltsamen Schweigen die mächtigsten Kräfte bis zur Reife des Menschen. Unbemerkt im Stillen bin ich zwar so gut als möglich immer an der Arbeit mit Hilfe der jugendlichen Kräfte. Zwar täuschen alle Reizmittel eine falsche Gesundheit, eine Art Kraft vor. In Wirklichkeit zehren sie an meinem Leibe, an der Reaktionskraft. Und die Verblödung geht heute so weit, dass ihr euch rühmt, einen gesunden Magen zu besitzen, wenn er 5 Liter Bier und ein Dinner mit 6 Gängen bei sich behält und diese Misshandlung wenigstens scheinbar sich gefallen lässt. Will ich mich rühren, das gefährdete Leben durch Schmerz, durch Appetitlosigkeit zu schützen? Ein Morphiumpulver ist die Antwort, denn man hat keine Zeit vor Arbeit oder Vergnügen für mich, nämlich krank zu sein. Möge die Medizin ihre Macht entfalten, blühen und gedeihen und Lob allen den Überflüssigen, den viel zu vielen, den Anbetern der Wissenschaft, die mich vernichten, aus der Welt schaffen wollen mit dem Reagenzglas. Ich sitze schlafend in ihrem Leibe und meine Mühlen mahlen langsam, unsicher, aber umso geräuschloser. Ich habe Zeit zum Warten. Aber wehe euch, wenn mir Mutter Weltgesundheit mit einem einzigen heißen Sommer zur Hilfe kommt. Ich werde euch zeigen, wie ihr dem, dass ihr mich noch nicht im Gase gefangen habt. Persönlich sorge ich mich jetzt um unseren reif gewordenen Menschen. Mit der höchsten Spannung jugendlicher Kraft des Organismus bin ich am Werke, vor allem die Geschlechtsorgane reinzuhalten. Da man gerade jetzt sich das Blut durch gutes und zu vieles Essen, Tierleichen, Leichengiftextrakte, Bouillon genannt, durch giftige Getränke verseucht und unsinnig verwässert, verdünnt, habe ich schwere Arbeit. Um den Gebärapparat von dem chronischen Kulturunrat vor Eintritt der periodischen 4-wöchentlichen Empfängnismöglichkeit zu säubern, installiere ich beim Weibe jeweils einen reinigenden Aderlass und man nennt mich Menstruation. Früher sprach man deutlicher und nannte mich Reinigung. Jeanne d'Arc, Bernadette Lourdes, die von den Früchten des Waldes lebte, und viele andere Heilige, das heißt Selbstgeheilte, haben nie menstruiert. Ihr nennt diese große, höchste Gesundheit Hysterie, Lüge. Ich, Frau Krankheit, sage euch jetzt, ihr Modernen, ihr Allwisser, wenn ihr es nicht glaubt, dann muss ich euch lehren, dass man heute noch das Experiment darauf machen kann. Gebt einer Frau die volle Gesundheit, die göttliche Reinheit mit Nahrung, auf restlose Verdauung, durch paradiesische Diät, Obst, dann bleibt sie unbefleckt und empfängt im Heiligen Geist, gebiert schmerzlos und Frau Krankheit, die Menstruation, räumt das Schlachtfeld. Hört ihr, ihr Ungläubigen wie ihr Gläubigen, und beinahe hätte ich mich versehen, dass meine Mutter die Gesundheit zu euch sprach. Wer Ohren hat, der höre. Zu was denn Reinigung, wenn nicht verunreinigt wird? Warum menstruiert denn das Tier nicht? Aber so weit seid ihr gekommen, ihr Gebärerinnen von heute mit eurer guten und vielen Schleimnahrung, dass ich mit dieser regelmäßigen Reinigung nicht auskomme. Ich entschleime jetzt vielfach chronisch und man neißt mich weißer Fluss.
wenigstens bei besseren Jungfrauen und sittsamen Gattinnen. Ich führe das wenige Blut möglichst dorthin und man sagt zu mir Bleichsucht, weil ich weißen Schleim mit mir führe und Gesicht und Hände deshalb blutarm werden. Aber ebenso und vielleicht noch schlimmer habe ich zu jungen Männern zu reden. Gelingt es mir kaum noch, die Sünden der Mütter gut zu machen, so übersteigt der Kampf gegen mich bei Männern heute alles Dagewesene. Will mich in Europa denn kein einziger verstehen, dass man nicht mich, die Krankheit, heilen, zum Verschwinden bringen kann und darf, sondern dass man mich fördern, als Prinzip, als Prozess des Gesundwerdens auffassen und unterstützen muss? Dass jeder deshalb seine eigene Haut zum Markte tragen muss und dass ihm, dem Kranken, niemand helfen kann als er selbst, indem er meinen Willen versteht und diesen tut? Dass wir nicht Heilhelfer, sondern Heillehrer brauchen, die meinen Weg bewusst und sicher gegangen sind. Heillehrer aber nur für die wenigen, die Zeit und Einsicht haben, sich selbst, den Menschen und nicht mich, die Krankheit zu heilen. Ich, die Krankheit, werde nur deshalb gefährlich und tödlich, weil ihr mich durch Essen an der Arbeit stört oder durch Medizin. Im ersteren Falle trägt der Kranke, im letzteren der Medizinarzt die Verantwortung. Die heutige Medizin hat nicht die Aufgabe, Kranke zu heilen, sondern man verlangt von ihr aus- und nachdrücklich, mich, die Krankheit, zu beseitigen, was nur scheinbar geschieht, und dadurch wird meine Kraft ruhiger und langsam, chronisch statt akut. Das Unangenehme, mein Heilen wollen, unterdrückt man, um später umso schneller zu sterben, anderen geburtsüberschüssigen Platz zu machen. Ihr bringt mich zwar zur Ruhe, aber ihr seid Wasser auf meine Mühle, den Geburtsüberschuss der Minderwertigen zu regulieren. Ihr Eifrigen, spart euch die Mühe der Bekämpfung der Medizin. Ihr werdet's nicht erreichen, denn ich bin gesetzt, alle die zu vernichten, welche den Glauben an meine Mutter, an eine Gesundheit verloren haben. Aber rede Freiheit denen, die meinen Sinn, meine Weisheit verkünden. Freiheit den wenigen, die mir folgen und euch, der Medizin, den Rücken kehren. Spart euch, ihr Gelehrten, die Angst vor diesen. Man muss sie mit der Laterne suchen. Sie werden euch das Feld nicht streitig machen. Besorgt um die werdende Mutter bin ich es ebenso um die Reinheit des zeugungsreifen Mannes. Seine Zentrale der Blutbildung macht er zur Mistgrube und seine Säfte strotzen vor Unrat. Mit Hochdruck und Fieberspannung arbeitet der Organismus und man hält ihn für gesund, während ihm aus Mangel an Gutem schon Zähne und Haare dem Tode verfallen lassen muss. Sein Leib ist schwanger mit Wasser, Fett und Schleim und speist unaufhörlich das tiefere Stockwerk, das mir jetzt die größten Sorgen macht. Ich reinige. Ich entschleime selbst aus den inneren Geweben, weil es mir infolge größeren Blutdrucks gelingt, die Schleimhaut zu durchbrechen, und ich habe mich jetzt als Gonorrhoe vorzustellen. Gerade jetzt kann mich der junge Mann nicht brauchen, und man begegnet mir mit höllischen Mitteln so lange, bis der Höllenstein die Gewebe derart vernarbt und geätzt hat, dass es mir nicht mehr möglich wird, die schleimigen Bestandteile des Blutes durchzudrücken und ich dringe, vielleicht durch eine zufällige kleine Verletzung unterstützt, nach außen. Jetzt heiße ich weicher, harmloser Schanker. Habe ich aber zu viel Höllenstein und viel Verbindungen mit Schleim und Alter abzuführen und verklebt und versperrt man mir auch dieses Notventil, so entsteht, aber nur infolge des Höllensteins, ein charakteristisches Ansehen oder eventuell Verhärtung eines Geschwüres. Ich bin der harte Schanker, verdächtig, noch schlimmer werden zu können. Jetzt versuche ich meine Arbeit im Hause und in der Rachenhöhle, um zugleich an Nichtessen, Fasten zu erinnern, damit die Verdauungskraft an mich zur Ausscheidung abgetreten werden könnte. Man versteht mich nicht, ich bin eben ein Weib. Und man schuldigt vielleicht ein anderes falsch an, während der junge Mann eine stinkende Kloake im Leib hat und Höllenstein in seinem Blute kreist. Die Bläschen im Halse haben gegen alle anderen sonstigen Ausschläge durch den Höllenstein ein bestimmtes Aussehen. Ich bin die konstitutionelle Syphilis. Ehemals, wo man Höllenstein nicht gegen mich anwandte,
waren meine Ausschläge nur insofern sexuell charakterisiert, als sie in dieser Zeit der Reife und im Zusammenhang mit Exzessen erfolgten. Aber typisch syphilitisch im heutigen Sinne waren sie ebenso wenig, als es eine graue Trübung der Augen gab, was nur vom Höllenstein kommt. Alle, jedenfalls die meisten syphilitischen Augenleiden sind nicht auf mein, sondern auf das Konto der Medizin zu setzen, wie die konstitutionelle Syphilis selbst. Hört ihr's, ihr Siechen des modernen Babels? Warum bin ich bei euch und nicht auf dem Lande? Hört ihr's, dass man Alkohol, Prostitution und Bazillen für die Schleimerei anschuldigt und den Höllenstein, der euch die Knochen zerfrisst und eure tägliche Völlerei für unschuldig hält? Aber auch zum Halse lässt man mich nicht heraus. Jetzt wird es mir zu bunt. Dieser Höllenstein muss unter allen Umständen entfernt werden, sonst zerstört er mir eventuell den Keim zu einem Leben. Ich fange ihn ab in den Leistendrüsen, deponiere ihn dort auf ruhigere Zeiten, durchbreche die Haut, wo es möglich ist, und trete durch schinkenbraune Roseola in Erscheinung. Ich werde jetzt sicher als konstitutionell angesprochen, und nachdem man mir auch an der Haut die Poren, die Auswurfspforten, und zwar mit einem noch größeren Gift Quecksilber verstopft hat, bin ich bald mit Hilfe dieser zwei weiteren Giftzulagen unfreiwillig im sekundären Stadium angelangt. Jetzt geht man zum Spezialisten. Aber sicher käme man nicht mehr nach Frankfurt, wenn es keine Eisenbahn gäbe. Aber Frau Krankheit hat noch andere Mittel. Sie stellt jetzt das Ultimatum auf Leben und Tod, da der Spezialist mit noch stärkeren Dosen kommt. Ich vereitere dir zunächst die Rachenhöhle, lass dir die Zähne ausfallen und den Speichel fließen, in der immer noch guten Absicht, dich meine Stimme hören zu lassen. Du sollst nichts oder wenigstens nichts Totes, sondern Lebendiges essen. Der gelehrte Mann steckt dir ein Röhrchen oder einen Schlauch in den Hals, nur damit du den nötigen Schleim erhältst, der jetzt bald zu allen Öffnungen herauskommt. Nicht ich, die Krankheit. Die Medizin machte jetzt auch meine Bürde leicht, die du nie tragen wolltest, als sie noch klein war. Noch ein falscher Ehrentitel, eine falsche Anschuldigung der Krankheit, tertiär, und du stirbst wissenschaftlich. Ich beweine dich nicht, denn Frau Krankheit wird hart und selbst mitleidlos, wenn man sie töten will und damit Menschen trifft. Also spricht die Krankheit. Bald 1000 Namen und ebenso viel Ursachen und falsche Anschuldigungen hat man mir angedichtet und daher ebenso viel Mittel entdeckt und solche gesucht, während wirkliche Wissenschaft nach Einheit aller Ursachen, wenigstens von Erscheinungsgruppen, strebt. Das Tollste, was man mit mir identifiziert hat, sind die Bazillen. Für jede Form meiner Erscheinung ein anderer Bacillus. Man bringt außer den täglichen Fleisch- und Stärkemehlmassen noch schlechtes, fauliges Wasser. Oder man kommt mit unreifem Obst. Oder durch zufällig Hitze zu Hilfe. Die Gärung der fauligen Rückstände im Magen und Darm wird so groß, dass tatsächlich Pilze, Bazillen, entstehen. Und wenn ich nur eine radikale Abfuhr versuche, weil das pilzetreibende Stadium der Fäulnis lebensgefährlich wird, hindert man mich daran und stirbt im Namen des Typhus oder der Cholera. Statt die Produkte der Zersetzung, die ich in bester Absicht hinausbringen will, im eigenen Leibe zu suchen, hat man auf dem Ganzen außerhalb des Menschen eine Jagd danach eröffnet, um ja den Menschen selbst nicht an seine Schuld zu erinnern. Mit einer Ladung Ehrlich-Hatter oder Tuberkulin glauben die modernen Irrlehrer, die man mit Ruhm, Ehren und Geld überschüttet, mich, die Krankheit, zu vernichten, indem sie das Produkt, die Pilze der fauligen Nahrungsrückstände, töten wollen. Selbst wenn ihnen das gelingt, dann schneiden sie sich erst recht ins eigene Fleisch. Diese Bazillen sind mein letztes Mittel gegen die Kulturimmunität, weil sie mir den latenten Schleim lebendig, selbstbeweglich machen, den ich infolge des Nahrungsüberschusses, des zunehmenden Alters und der zunehmenden Krankheitsmittel nicht mehr herausbringen konnte. Die schönsten und edelsten Menschen wollte ich wenigstens im Alter der Fortpflanzung blutrein, das heißt schleimfrei halten. Sie magerten zum Schönheitstypus paradiesischer, vergeistigter, engelhafter Gestalten ab, indem ich den Schleim durch die Lungen abführen musste, da Magen und Darm durch Überernährung geschwächt sind. Man hat meine Heiltendenz der Abfuhr auf Umwegen und an gefährlichen Stellen durch Mästung gehindert und durch Gifte erschwert. Um die vielen empfindlichen Blutgefäße der Lunge zu schonen, lagere ich den Schleim in einzelnen Knötchen ab.
Und jetzt bin ich die Tuberkulose, die Königin der Krankheiten, da sie die meisten ins Reich der Schatten befördert. Aber nur aus dem einzigen und alleinigen Grunde, weil bei diesen Menschen so viel Schleimnahrung auf die Mühle des Lebensbetriebes geschüttet wird und durch verkochte Milch zu wenig Kalk für einen normalen Brustkasten vorhanden ist, dass der ganze Organismus, besonders die Lungenblutgefäße, verschleimen und zerfallen und ich, die Krankheit, das heilen wollen, dem Sohne Tod unterliege. Soll ich mit dem täglichen Schleim, soweit es mir gelingt, ohne von meiner Arbeit ein Zeichen geben zu müssen, auch noch Mengen von Fleischgiften, Harnsäure usw. so ausscheiden und sich die Blutgefäße namentlich an gespannten Stellen, Gelenken, degeneriert, so gebe ich empfindliche Signale und die Gelehrten taufen mich Rheumatismus und Gicht, um damit ebenso wenig zu sagen als mit dem Wort Knötchenkrankheit, Tuberkulose. Muss ich noch Salicyl, sonstige Medizin oder überhaupt viel Selbstgifte und Schleim durch die zarten Herzblutgefäße jagen, selbst solche, die ich jahrelang auf ruhigere Zeiten im Körper abgelagert hatte, so erlahmt das arme Herz und auch das entwickelte Kulturhirn und man stirbt an einem Schlage mit der einzigen Glorie eines lateinischen Namens. Wo immer ich auch nur eine Ausgangspforte suche oder das Krankheitsmaterial durch ein Organ, Auge, Ohr, Niere, Leber und so weiter nicht mehr hindurchbringe, also eine lokale Verstopfung entsteht, gleich hat man mich wieder anders getauft, womöglich in fremder Sprache, damit ich dem Menschen umso fremder, umso geheimnisvoller erscheine. Besinnt euch doch, ihr Kranken, auf die furchtbar einfache, aber zwingende Logik. Ich habe im ganzen Tierreich nur ein Mittel meiner Tätigkeit des Heilens. Das ist Fasten. Daher kann und muss ich auch bei dem höchsten Tier, dem Menschen, nur eine Einheit sein, nur eine Grundursache haben. Das ist verfaulter Nahrungsrückstand, Schleim, den ich zu eurem Wohle, zu eurer Gesundheit hinauszuschaffen unaufhörlich bemüht bin. Und ihr richtet euch selbst zugrunde, weil er mich durch zu viel Essen oder durch falsche Nahrung an dieser Arbeit stört. Ein Tier im Stall, das der Luft entwöhnt und durch künstliche Nahrung erkältungsfähig geworden ist, frisst nichts. Oder wenn es dies tut, verweigert es sicher die verbesserte Nahrung und ist damit klüger als die Erfinder aller Heilsysteme der Welt. Allerdings sage ich euch, dass es der Weisheit und nicht des Wissens aus Büchern bedarf, um meine Strategie der Entgiftung zu verstehen. Ist erst euer sesshafter Leichenschleim in die Festung der Gewebstiefen und der inneren Organe eingezogen, dann heißt es vorsichtig und behutsam gegen den Feind vorgehen. Mein Geist, mein Sinn, sprach jetzt zu euch, ihr Kranken. Habt ihr noch Grund, mir böse zu sein, mich nicht zu verstehen, ich, das ewige Gesetz der Reinigung, der Regeneration, das euch wieder zur Gesundheit, zur Schönheit und jugendlichen Kräften bringen will? Habt ihr noch Grund, pessimistisch zu sein, wenn ich in der ganzen Natur ein Tier, das durch Verletzung oder Krankheit seine Nahrung nicht beschaffen kann, durch Nichtessen heile? Versteht ihr jetzt endlich, dass der gesunde Mensch bereits von nichts leben kann, wenn man durch Zeit haben, Zeit nehmen, durch Zeit allein aus Wasser und Geist wiedergeboren werden kann? Leuchtet es jetzt ein, dass man noch nicht kapakonfest wird, wenn man in Berlin und wenn man auch nur Kokosnüsse pfundweise isst und ihr mir dort im heißen Klima unter der Wucht der Reaktionskraft gegenüber größeren Sündern zugrunde geht? Anmerkung der Herausgeber des Buches: Mit Kapagon bezieht sich Ehret auf eine kleine Insel in Bismarck-Archipel von Papua-Neuguinea, die damals teilweise deutsche Kolonie war. Auf dieser Insel predigte der erste deutsche Hippie namens August Engelhardt, wie ihn Hermann Hiri, Spezialist für deutsche Kolonialgeschichte an der Uni Bayreuth, nannte, den sogenannten Kokovorismus, also sich nur von Kokosnüssen zu ernähren. Heiligabend 1904 schrieb der Kokosapostel Engelhardt: Wir leben hier permanent nackt und genießen fast nur Früchte, vor allem die heilige Kokosnuss. Was sind Städte, Felsengrabanlagen, Friedhöfe des Glücks und Lebens gegen mein palmgeschmücktes, ozeanumbraustes, sonnendurchglühtes Eiland? Kapakon ist ein Paradies, das ich kaum je mehr verlassen werde. Wie hasse ich Kleider! Weiter geht's im Text.
geht also meine Tätigkeit, die Krankheit, nicht bis auf Adam zurück, als von der Urdiät Obst zu gekochten Schleimnahrung übergegangen wurde? Wann geht endlich den Gläubigen und Ungläubigen ein Licht auf über den wahren Sinn der Taufe als Heilmittel mit dem Feuer des Heiligen Geistes? Das ist Verbrennung der schlechten, abgelebten Bestandteile durch das physiologische Feuer, der Verdauung beim Fasten. Während Johannes diese Erbsünde mit Wassertaufe à la Kneipp gut machen wollte, wird nicht der wirklich Kluge mich freiwillig annehmen, solange ich leichte Aufgaben habe und sich von mir reinigen zu lassen, bevor er auf der Nase liegt? Ist das nicht höchste und einzige Bemeisterung des Schicksals, indem man mich bei Zeiten entschleimen lässt und der Katastrophe den Boden entzieht und dann überhaupt durch wenig und richtige Nahrung definitiv unnötig entbehrlich macht? Fasst ihr die Bedeutung und Wahrheit dieser Worte, die ihr immer auf mich wartet, indem ihr mich durch vieles Essen, Reizmittel oder Gifte zur Ruhe, zum Schlafen schickt und glaubt, ich sei davongegangen, während ich später umso mächtiger und umso sicherer aus dem Versteck hervorbreche? Ich bin nicht zeitlich. Ich bin ein Geist, eine Kraft ohne Raum und Zeit. Überall und ewig bin ich Gesetz für diejenigen Wesen, welche stillstehen wollen, welche das hinauf vergessen haben. Ich bin die ewige Peitsche, des Vorwärts, der Entwicklung. Ich bin der Wurm, der ewig nagt, wenn er auch schläft. Ich bin das Verhängnis, die Fallgrube der Schläfrigen, der Behaglichen, der Wohlhabenden und Gutgenährten von heute. Ich bin die unfehlbare Vernichtung aller Vielwisser und Frommen von heute, die nicht an göttliche Nahrung glauben. Ihr werdet an Leib und Seele in alle Ewigkeit keine Ruhe vor mir haben, bis ihr irdisch und vielleicht auch noch überirdisch das letzte Atom des Todes physiologisch und seelisch im Fegefeuer des Heilenden Geistes verbrannt habt. Ich bin nicht der Teufel selbst. Gesetzt bin ich von Anbeginn des Werdens aller Wesen, den Fürst des Todes zu bekämpfen und ihm dem Reiche der Kälte, der Finsternis, des Leblosen, des Gestanks, des dunklen Nichts zu überweisen, das sich die moderne Seele nach dem Tode so sehnlich wünscht, weil sie ihren Leib und sich selbst mit Toten speist. Vielleicht ist es genau so, wie man es wünscht, auf einem toten Planeten. Ich, die Krankheit, bin der Impuls, der Antrieb aller Evolutionen, gesetzt nur für diejenigen, die dem Hinauf der Gesundheit, meiner Mutter, nicht folgen. Ich bin der grausame Gott, den nicht einmal Kant begriffen, der alle diejenigen erbarmungslos unter Schmerz und Wehklagen tötet, ausrottet, die nicht zu höheren Formen, zur neuen Gattung emporsteigen. Ich bin der Untergang, das Aussterben ganzer Gattungen von Schwachen, von nicht mehr Lebensfähigen, aus deren zugrunde gehenden Folge von Entartung neue Formen entstehen. Wehe dir, o Menschheit, du hast dein stärkstes Organ, das Gehirn, zum Raub an Pflanzen, Tier und deinesgleichen missbraucht. Du rühmst dich, mit den Flügeln des Fortschritts auf höchsten Kulturhöhen zu sein, und dabei ist das Allerwichtigste, das Erste von allem, die Gesundheit, am weitesten und mehr als bei allen Tieren von dir fortgeschritten. Ich, die Krankheit, bin bei dir zu Hause. Du bist in einen Strom nach dem Meere des Untergangs gelangt, in dem es für dich keine Umkehr mehr gibt, nach dem Gesetz der natürlichen Vergeltung, der Äquivalenz der Kräfte. Du bist von Gehirnen geleitet, die den Raub an der Natur als Recht und Gut preisen, wodurch du immer tiefer in den Strom, in die Sackgasse hinabgleitest. Alle Propheten aller Zeiten, Männer wie Goethe, Rousseau und so weiter, haben deine Scheinkultur verneint und mit meinem Namen Krankheit belegt. Jetzt kann auch ich dich nicht mehr retten, weil die vielen meiner Stimme nicht mehr folgen können, selbst wenn sie noch wollten. Aber ich habe auch ihren Sinn getrübt, ihre Ohren verstopft, ihre Augen geblendet, als Konsequenz ihres Abweichens vom Gesetze. Sie vermeinen, Geld, Macht, Wissen sei ihr Glück, ihre Gesundheit selbst. Jetzt rächt sich an dir, um Menschheit, der Missbrauch des Gehirnes, des Klügerseinwollens, als das Gesetz, als die Natur, als Gott selbst. Das Prinzip der Umkehr, der Wiedergeburt, des Leib- und Seelenheils, der Rettung, ich, die Krankheit, bin selbst an dir chronisch, latent, einschlafend geworden. Du hast keine Zeit mehr für mich, dass ich dich retten könnte. Zur Gesundheit und zum wahren Leben kann ich nur Individuen wieder hinaufbringen, denen noch bei Zeiten der göttliche Funke die Erkenntnis meiner aufgeht, bevor es zu spät ist und die aus einem schlammigen,
reisenden Strome des Untergangs an sonnige Ufer treten müssen, wenn sie selbst zu meiner Mutter, der großen und absoluten Gesundheit, kommen wollen. Diese habe jetzt das Wort. Also spricht die Krankheit. Wie schon am Anfang des Videos erwähnt, dieser Text stammt aus dem Jahre 1911. Man muss natürlich auch immer so den Zeitgeist der damaligen Zeit beachten und betrachten. Aber was ich einfach so schön finde, dass er wieder die Menschen anspricht, in die Selbstverantwortung zu gehen, ja? Nicht ein Gesundwerden an die Medizin abzugeben, sondern selber in die Verantwortung zu gehen, wenn nötig zu fasten, die richtige Nahrung zu essen, nicht zu viel essen. In diesem Artikel wird ja von Ehret auch das Obst angepriesen. Das muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Auch wenn ich jetzt die schleimfreie Heilkost praktiziere, spielt Obst für mich nicht so eine große Rolle. Ich esse aktuell vorwiegend regionales Obst, Äpfel oder auch Hagebutten, Birnen ganz selten. Obst, was nicht hier in dieser Region oder gerade nicht saisonal ist. Also ich habe das immer ein bisschen angepasst. Ich esse ja auch Wildkräuter oder nehme grüne Pulver zu mir, grüne Sprossen, grünes Blattgemüse, entsafte mir auch Wurzelgemüse. Also mein Fokus liegt gerade bei meiner jetzigen Ernährung nicht auf Obst. Es ist ein kleiner Bestandteil, aber nicht der Hauptbestandteil. Also man muss das Ganze auch ein bisschen differenzieren und an die heutige Lebensweise, an das heutige Wissen anpassen. In Ehrets Text geht es eben auch darum, die Symptome der Krankheit nicht durch Medizin verdecken oder einfach nur verschieben zu lassen, sondern wirklich an die Ursache heranzugehen. Man kann das auch mit so einem schönen Beispiel des Autos noch ein bisschen besser erklären. Das kann man auch auf ganz verschiedenen Ebenen, das kann man auch zum Beispiel auch in gesellschaftspolitischen Fragen kann man das gut, dieses Beispiel nehmen. Also man hat ein Auto, man fährt mit dem Auto und auf einmal blinkt die Warnleuchte rot. Blinkt immer wieder und weist darauf hin, dass irgendwas mit dem Auto nicht in Ordnung ist. Und wenn man das jetzt auf die Gesundheit, auf die Krankheit, auf die Medizin überträgt, dann ist die Medizin in dem Sinn so, dass man einfach ein Pflaster über die Warnleuchte klebt. So, dann blinkt es nicht mehr rot, man sieht es nicht mehr und fährt einfach mit dem Auto weiter, statt wirklich die Ursachen zu beheben. Ich bin in den letzten Jahren noch immer mehr dahin gekommen, hinter die Dinge zu schauen, die wirklichen Ursachen zu finden, was manchmal nicht so einfach ist, weil wir eben auf verschiedenen Ebenen getäuscht werden und auch in diesem Bereich Krankheit, Gesundheit findet ganz viel Täuschung statt. Mich würde jetzt noch interessieren, was hat dieser Text, also sprich die Krankheit von Arnold Ehret, bei euch ausgelöst? Ich freue mich über eure Meinungen, Gedanken und Gefühle dazu. Ich freue mich über einen schönen Austausch mit euch zu dieser Thematik. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.